Was geht up to date? Du bist hier genau richtig, denn heute sprechen wir darüber, warum sich für Mode zu interessieren nur zu deinem Vorteil sein kann. Ja, ich habe drei Gründe mitgebracht. Der erste Grund ist, du fühlst dich einfach besser. Ja, man kann natürlich Klamotten auch einfach nur als notwendiges Übel sehen, um sich anzuziehen, damit man im Winter nicht friert oder allgemein auch keine Klage wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bekommt, wenn man nackt durch die Stadt läuft. Aber eins ist sicher, wir müssen alle Klamotten tragen und deswegen kann man sich auch genauso gut überlegen, naja, wenn ich schon Klamotten tragen muss, warum mache ich es nicht so, dass die stimmig sind und zu mir passen? Und wenn du jetzt sagst, Klamotten oder der Klamottenstil, was, wie ich die trage, Kleidung, das ist mir egal. Wenn es dir egal ist, dann nehme ich die Entscheidung für dich ab, sag okay, wenn es dir egal ist, dann kannst du genauso gut auch darauf achten, zu deinem eigenen Besseren. Du wirst dich also besser fühlen, weil du eben weißt, okay, das ist wieder ein Punkt in meinem Leben, an dem ich arbeite, den ich verbessere. Und wenn du jetzt sagst, naja, vielleicht ist der Typ Frau, der mich interessiert, also selber gar nicht an Mode interessiert, dann ist auch das okay. Dann kannst du ja immer noch diese Frauen ansprechen und kennenlernen. Aber wenn zufällig mal doch eine Frau dahergelaufen kommt, die dir gefällt und du merkst, wow, die ist super stylisch, dann habt ihr da schon eine Gemeinsamkeit. Und wenn wir mal ehrlich sind, was für Typen suchen sich diese stylischen Frauen aus? Meistens eben genau auch diese stylischen Typen. Deswegen tu es für dich selbst, du wirst dich besser fühlen. Einzige Ausnahme, wenn du per se sagst, nein, ich möchte ganz explizit nicht mich modisch kleiden oder auch nicht einfach nur angemessen meinem Stil und meiner Körperform mich kleiden, sondern komplett reinscheißen, dann scheiß komplett rein, denn es ist so wie alle Dinge beim Frauen kennenlernen nicht die einzige Sache, die man unbedingt tun muss und ansonsten würde man keinen Erfolg haben. Der zweite Grund ist, es macht dich attraktiver. Es ist einfach so. Wenn du zum Beispiel etwas übergewichtig bist und dazu neigst, dann nur grelle Farben zu tragen, ja, die tragen natürlich dann so auf, dass das dein Übergewicht nochmal verstärkt. Weil wenn du dunkle Töne wie schwarz und dunkelblau trägst, dann kaschiert es das ein bisschen besser. Und deswegen kannst du dir überlegen, okay, möchte ich da vielleicht das nutzen oder nicht? Wenn du auch da wieder sagst, da scheiße ich drauf, okay, dann scheiß eben drauf, aber ich bin der Überzeugung, es lohnt sich auf jeden Fall. Zweiter Punkt ist, es gibt auch so Dinge wie Evergreens. Ja? Man muss nicht nur den Trends nachgehen, sondern eben auch so Evergreens, die man immer tragen kann, die nie aus der Mode kommen, seien es Mäntel im Winter oder die schwarze Slimfit-Hose oder das schwarze oder weiße Basic-T-Shirt. Es gibt ein paar Dinge, ne, entsprechend deiner Körperform, es gibt ein paar Dinge, die immer gehen und deswegen, warum nicht genau das tun? Dritter Punkt zum Beispiel, du versuchst dich auch farblich abzustimmen in deinem Outfit. Also vielleicht nicht wie ein bunter Vogel rumlaufen, 5 verschiedene Farben, das wirkt zu wild, sondern Faustregel maximal 3 Farben geht super. Und deswegen auch an dieser Stelle ein paar Tipps. Guck, dass du Basics trägst oder Basics in deinem Schrank hast. Also die schwarze Slimfit-Hose ist zum Beispiel eben ist ein gutes Beispiel. Da gilt aber auch, okay, Frederik hat gesagt, Slimfit-Hose, ich gehe jetzt in den Laden und guck da, wo Slimfit draufsteht und die ist schwarz. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist eine schlank am Bein anliegende Hose, die aber noch ein bisschen Luft hat. Und wenn du jetzt sehr, sehr, sehr dünn bist, dann musst du vielleicht schon zu den Super Skinny-Hosen greifen, weil da dann eben deine Beine auch sehr schlank sind. Wenn du etwas dicker bist, dann kaufst du eben eher so Regular Fit, weil eine Slimfit-Hose viel zu eng wie eine Presswurst an deinem Bein wäre. Ja? Also schau, dass da ein bisschen Luft bei ist. Wenn du nicht weißt, wie weiter, weil das ein komplett fremdes Thema ist, dann guckt einfach mal im Internet nach bestimmten Typen. Es gibt einen Haufen Mode-Influencer auf Instagram, die zum Teil auch YouTube-Kanäle haben, wo die darüber ständig und dauerhaft sprechen. Ich werde dir ein paar Namen hier unten aufschreiben, damit du die auch nochmal nachschauen kannst. Und da suchst du dir so ein bisschen deinen Style raus und schaust, okay, was passt davon zu mir? Genauso gut kannst du auch zu About You gehen. Da gibt es dann sogenannte Stars, die sich in ganzen Outfits ankleiden und dann jeweils das Piece, was sie gekauft haben, dann dazu taggen, dass du das so eins zu eins nachkaufen kannst. Und an der Stelle würde ich dir empfehlen, wenn du denkst, okay, das ist eine gute Idee, dann nimm doch das jetzt, dieses Video zum Anlass, sagst du, pass auf, der Januar oder meinetwegen der Februar wird mein Modemonat, in dem ich einen Haufen ausprobiere. Ich bestelle einen Haufen online oder gehe in die Stadt und schaue eben genau die ganzen Influencer, schaue ich mir was ab und probiere alles aus und gucke, was steht mir nicht. Auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass die Hose nicht 5-mal auf dem Schuh aufstackt, ja, und genauso wenig, dass du kein Hochwasser in der Hose hast, sondern dass die Hose vielleicht ideal genau über dem Schuh abschließt.
Wenn das nicht der Fall ist, wenn du zum Beispiel eine Hose hast, die gefällt dir gut oder die ist zu lang, geh zum Schneider, lass sie kürzen. Oder sie ist unten zu weit, geh zum Schneider, lass sie schmaler machen. Ja, all solche Dinge. Nimm ruhig nochmal 5 Euro extra in die Hand, aber der Longtime-Effekt ist riesig. Genauso wie wenn du ein kleiner Mann bist. Schau, dass du die Hose, wenn du zum Beispiel Stiefel trägst, dass dann die Hose und die Stiefel die gleiche Farbe haben. Weil wenn die nicht die gleiche Farbe haben, dann macht das deine Beine nochmal kürzer. Und das möchtest du vielleicht als kleiner Mann verhindern. Deswegen einfarbig. Oder du trägst Sneaker, dann ist das okay, weil das eben flache Schuhe sind. So, und letztendlich in diesem zweiten Teil, es macht dich attraktiver, kann man auch prinzipiell sagen, ey, wenn du jetzt sagst, ich lege Wert auf meine Äußeres, auf meine Kleidung, ja, dass ich gepflegt aussehe, aber auch eben gepflegt gekleidet bin, dann sprichst du dir damit selber auch einen gewissen Wert zu, einen gewissen Standard. Und das werden andere Leute auch registrieren. Das heißt, Frauen werden das auch registrieren. Okay, der Typ hat gewisse Standards. Er kleidet sich ordentlich, entsprechend seiner Körperform und so weiter, Statur und so weiter. Er hat ein bisschen Ahnung davon. Und er trägt Klamotten nicht nur, weil er irgendwie sich was überschmeißen muss. Das gibt dir auch einen gewissen Wert. Wenn du sagst, ey, das mit Mode, ich kriege das alleine nicht hin und es wäre aber cool, wenn ich das in den Griff bekomme, um meinem Ziel, Frauen kennenzulernen oder besser kennenzulernen oder noch mehr Frauen kennenzulernen, näher zu kommen und ich möchte jemanden, der mich coacht, dann komm zu mir ins Coaching, ruf mich an oder schreib mir eine WhatsApp und wir gucken uns deine Situation an und ich helfe dir dabei und mache aus dir einen Mann, der es leichter hat im Umgang mit Frauen und auch mehr Erfolg haben wird. Und wenn du sagst, darüber hinaus möchte ich auch gucken, wie läuft es bei anderen Männern und dich mit Gleichgesinnten austauschen, dann schreib mir ebenfalls eine WhatsApp, dann packe ich dich in die WhatsApp-Gruppe, dort tauschen wir uns genau zu solchen Themen aus. So, der dritte Punkt, warum ein gewisses Interesse für Mode nur zu deinem Besten sein kann, ist, es erleichtert dir das Ansprechen. Denn, das wirst du wahrscheinlich schon oft gehört oder gesehen haben, meistens sind die spontanen Opener die besten, wenn du eine Frau ansprichst und genauso kann dir es helfen, wenn du dich für Mode interessierst, wenn du die Frau siehst, dann kannst du zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ne, du bist mir gerade aufgefallen und dann gehst du auf irgendwas Spezifisches ein, in dem Fall auf ihren Style. Denn das ist auch etwas, wo du zum Beispiel jetzt sagst, du bist super schön, dann denkt die Frau sich, okay, toll, aber das ist meine Schönheit irgendwie, ist erstens vergänglich, zweitens kann ich dafür nichts. Aber wenn du auf ihr Outfit eingehst, das ist etwas, wo sie sich selber darum gekümmert hat. Und es zeigt zum Zweiten, dass du auch auf spezifische Details eingehst. Und wenn du dich eben ein bisschen damit beschäftigst und zum Beispiel das ein oder andere Piece bei ihr erkennst, irgendeine Marke und sagst, ey, das ist einfach ein sehr ikonisches Teil, das gefällt mir gut und eben darauf eingehst, dann wird es ihr direkt zeigen, hey, das ist nicht einfach nur irgendwer, der so einen platonischen Satz auswendig lernt, sondern der geht direkt spezifisch auf irgendwas ein und es erleichtert dir erheblich den Einstieg im Gespräch mit Frauen. So, wenn du jetzt sagst, diese ganzen Argumente, die Frederik gebracht haben, sind komplett egal und ich scheiß lieber rein, dann ist das auch okay. Dann schreib mir gerne mal in den Kommentaren, warum scheißt du gerne rein oder warum ist das für dich irrelevant. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, es ist relevant. Lass gerne ein Like da, wenn du sagst, es hat mir doch gefallen. Abonnier gerne den Kanal, denn es kommen mehr Videos zu dem Thema, wie kann ich mit Frauen besser umgehen und wie kann ich auf Frauen besser wirken. Wir sehen uns beim nächsten Mal und nicht vergessen, immer up to date bleiben.